Fall vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für ein Interview mit uns anlässlich der Wiedereröffnung des PV Tech. Wir sind hier im neu aufgebauten PV Tech am Fraunhofer ISE. Wir alle haben noch die Bilder vor Augen, wie es hier im Februar 2017 aussah, nach dem Brand. Nur 1,5 Jahre später, anderthalb Jahre später stehen wir hier. Es ist alles neu eingerichtet. Es ging wahnsinnig schnell. Können Sie uns noch mal erklären, was das Besondere am PV Tech ist und warum es so wichtig ist für die deutsche Photovoltaikindustrie? Ja, gerne. Vielen Dank auch für das Kompliment. Wir haben 2005 ursprünglich das PV Tech aufgebaut, in einer Zeit, als es mehrere neue deutsche Solarzellenhersteller gab und schon damals eine große Vielfalt von Anlagenherstellern, die Produktionstechnologie für die Solarzellenhersteller hergestellt haben. Und damals gab es einen großen Bedarf, um die neuen Anlagentechnologien zu testen. Und dafür haben wir quasi die ideale Plattform bereitgestellt. Und wir haben dann nach und nach sukzessive auch neue Solarzellenkonzepte im PV Tech implementiert, die dann eben auch in der industriellen Umsetzung gelandet sind. Und das war sicherlich eine wichtige Aufgabe damals und ist es auch noch heute. Das ist jetzt letztes Jahr natürlich ein sehr einschneidender Moment war mit dem Brand, war für uns gleichzeitig auch die Möglichkeit, sozusagen das zu nutzen, um einen gewissen Neustart aufzubauen. Wir konnten erfreulicherweise das gesamte Equipment sozusagen ersetzen durch aktuelles Equipment. Und wir konnten den Schritt nutzen, um den Anforderungen gerecht zu werden und noch ein Stück zu wachsen. Und haben jetzt unsere Technologie eigentlich an zwei Standorten aufgebaut. Zum einen hier im Solar Info Center in Freiburg und dann einen zweiten Teil beim befreundeten Unternehmen, der Firma TDK Mikronas, 3 Kilometer von hier. Und sind da jetzt an beiden Standorten sehr gut ausgestattet. Mhm. Sie haben gerade eben von einem Neustart gesprochen. Könnten Sie darauf noch mal näher eingehen? Was hat sich durch den Wiederaufbau verändert? Gut, wir haben über die Jahre ein erfreuliches Wachstum erfahren dürfen. Wir sind 2005 so mit einer größeren Gruppe von 30, 35 Mitarbeitern gestartet und haben dann bereits 2011, 12 so die 200-Mitarbeiter-Marke geknackt. Und sind da kontinuierlich gewachsen und haben dabei quasi aber eine nahezu feste Hülle hier vorgefunden. Und das konnten wir jetzt sozusagen aufheben. Durch diese feste Hülle hatten wir eben auch viele Satellitenlabore aufgebaut. Und diese Satellitenlabore können wir jetzt enger hier an die pilotartige Technologie heranführen und damit mehr Synergien nutzen zwischen, sagen wir mal, einer frühen Technologiereife von Prozesstechnologien und dann der industrienahen Umsetzung hier in der Pilotlinie, so wie Sie das hier sehen. Und was ist das Alleinstellungsmerkmal des PV Tech? Warum ist es so etwas Besonderes? Das PV Tech war zum einen mal das erste Technologiezentrum dieser Art. Und wir sind auch, sage ich mal, sonst im Vergleich zu anderen Technologiezentren, die solche Forschung und Entwicklungsarbeiten machen, von der Technologiereife sehr weit. Unsere Anlagen sind üblicherweise automatisiert. Wir haben viel investiert auch in die Vernetzung, in die Digitalisierung unserer Anlagen und können damit auch sozusagen größere Mengen an Solarzellen sehr intensiv analysieren. Hinsichtlich der Messdaten, die wir dann ständig aus den Prozessen herausbekommen. Ja, also wir sehen um uns herum hier ja jetzt schon sehr viele Maschinen, die wieder stehen. Die Arbeit wird wieder aufgenommen. Was sind eigentlich die Schlüsseltechnologien, die hier im Labor produziert werden? Gut, wir haben die gesamte Technologie ausgelegt, um in Fortführung unserer Arbeiten, die wir bisher geleistet haben, vor allem Solarzellen mit passivierten Oberflächen herstellen zu können. Es gibt da verschiedene Technologiestufen, die sozusagen immer höhere Wirkungsgrade erreichen.
Und das ist schon was, was wir in den letzten Jahren davor auch gemacht haben, dass wir versuchen, unseren Technologiepark ständig zu erweitern, um zu höheren Wirkungsgraden aufbrechen zu können. Und das ist also für uns ein wesentlicher Punkt. Ziel ist, wie ich schon nebenbei erwähnt habe, natürlich den Wirkungsgrad ständig zu erhöhen und auch den Energieertrag. Wesentliche Entwicklungen, die wir da selbst in den Jahren unserer PV-Tech-Daseins leisten konnten, ist insbesondere die Herstellung von Solarzellen, die lokale Kontakte in dielektrisch passivierten Oberflächen erzeugen. Das haben wir in den letzten Jahren weitergetrieben. Wir können jetzt auch die Rückseiten von Solarzellen eben strukturiert kontaktieren. Das erlaubt, eine sowohl vorderseitig als auch rückseitig sammelnde Solarzelle herzustellen. Und damit kann man im Betrieb den Energieertrag im Vergleich zu herkömmlichen Solarzellen zum Beispiel um 10, 15 oder 20% je nach Bedingungen erhöhen. Mhm. Und das ist ein wesentlicher Beitrag, um die Stromgestehungskosten zukünftig weiter zu senken. Nächster Schritt ist, dass wir Technologien übertragen wollen, die bisher in unserem Reinraumlabor Basis entwickelt worden sind, wo wir gerade in den letzten 2 Jahren mehrere Weltrekorde erzielen konnten. Und für den vorherrschenden Typ der vorder- und rückseitig kontaktierten Solarzellen eben derzeitig auch den Weltrekord mit 25,8% halten. Und hier haben wir jetzt die Basis gelegt, um so eine Technologie industriell umsetzen zu können. Okay. Welche Bedeutung hat das für die PV-Industrie in Deutschland und weltweit? Also unsere Arbeiten haben schon in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, neue Technologien einzuführen. Wir betreiben das meistens bis zu so einem, wir nennen das Beta-Tool-Level. Das sind Geräte, die die Alpha-Tools, die haben erstmal viele Knöpfe, noch nicht so einen hohen Durchsatz. Die Beta-Tools sind dann schon Geräte mit weniger Knöpfen und höherem Durchsatz. Und das ist so die letzte Phase, bevor dann Geräte in der Pilotproduktion dann in der richtigen Produktion eingesetzt werden können. Okay. Nochmal zurück zu dem unschönen Ereignis des Brandes. Mhm. Sie als Leiter des Bereichs, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie davon erfahren haben? Na gut, also als erstes kümmert man sich um die Mitarbeiter. Also das war das Erste, sozusagen sicherzustellen, dass wir keine Verletzten haben, dass auch die Sicherheitskräfte, die ja sehr schnell vor Ort waren, hier möglichst unbeschadet aus so einem schweren Brand herauskommen. Und dann, klar, beginnt man relativ schnell darüber nachzudenken, wie kann es weitergehen, was sind die nächsten Schritte, wie bekommen wir die notwendigen Mittel zusammen, um einen Wiederaufbau zu realisieren, wie können wir neu aufbauen. Wir haben ja schon konzeptionell einiges geändert, dadurch, dass wir einen Großteil des Labors jetzt aus der Räumlichkeit hier raus verlagert haben. Das waren sehr intensive Wochen nach dem Brand. Und es war sehr gut zu sehen, dass er auch das ganze Institut zusammengehalten hat und wir viel Unterstützung von Kollegen im Institut bekommen haben, aber auch übrigens außerhalb des Instituts, von befreundeten Instituten. Und schlussendlich haben wir versucht, eben möglichst schnell so einen Wiederaufbau zu erzeugen, weil wir eben auch viel Vertrauen geschenkt bekommen hatten von unseren Industriepartnern, aber auch von der öffentlichen Hand, die uns jetzt quasi seit dem Brand unterstützt haben, den Wiederaufbau möglichst schnell voranzutreiben und gleichzeitig, sagen wir mal, in Ruhe gelassen haben, diesen Prozess auch möglichst effizient zu vollziehen. Und wenn Sie jetzt an die Wiedereröffnung und an die Einweihung denken, worauf freuen Sie sich da am meisten? Nun, ich freue mich natürlich, auch die ganzen Partner zu sehen, die sozusagen mit denen wir seit Jahren irgendwie zusammenarbeiten und mit denen wir die Photovoltaik voranbringen. Und natürlich freut es uns auch, diejenigen zu treffen, die uns geholfen haben, hier vor Ort so schnell wieder auf die Beine zu kommen. Das waren ganz viele Firmen, die hier halt, sag ich mal, auch am Wochenende und nachts gearbeitet haben, um möglichst schnell den Schaden zu beseitigen und die Infrastruktur wiederherzustellen. Und das wollen wir natürlich feiern und da freuen wir uns auf alle, die da mitgewirkt haben und mit denen wir weiter zusammenarbeiten wollen. Gut,
Vielen Dank, Herr Breu, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir wünschen Ihnen einen guten Start mit Ihrem neuen Labor. Es sieht schon klasse aus und genau auch Ihren Mitarbeitern alles Gute bei der Neueinrichtung und Aufbau des Ganzen. Vielen Dank. Ja.